Hallo zusammen. In meiner heutigen Präsentation werde ich Ihnen latente Wärme vorstellen. Was ist latente Wärme? Die Energie, die erforderlich ist, um bei konstanter Temperatur von einem physikalischen Zustand in einen anderen zu gelangen, wird als latente Wärme bezeichnet. Hier sehen wir Phasenübergänge. Erstmal, also Schmelzen, gibt es fest zu flüssig, dann es gibt noch Verdampfen, flüssig zu gasförmig und es gibt Kondensieren für gasförmig zu fest. Und wie angeschaut hier, haben wir ein Diagramm, die Umwandlungswärme zeigt. Um latente Wärme gut zu verstehen, wird sogenannte heißes Eis herstellen. Dafür brauchen wir Natriumacetat. Für den Versuch wird benötigt eine Magnetenplatte, Erlenmeyer Kolbe, Beschirrglas und Thermometer. Jetzt benötigen wir einen nur noch Kochplatz zum Erhitzen und einen hitzbeständigen Behälter wie diesen Erlenmeyer Kolben. Und in diesen zählen wir 10 ml Wasser, welche zum Kochen bringen. Sobald das Wasser zu köcheln beginnt, müssen wir Natriumacetat hinzugeben, ca. 45 Gramm. Dann wir geben das Ganze in einem anderen Behälter und jetzt muss das Ganze erstmal abkühlen. Nach dem Kühlung, wir geben etwas Natriumacetat auf eine Unterlage und versuchen aus dem Kristallisieren den Natriumacetat zu gießen. Es entsteht während des Kristallisationsvorgangs noch ziemlich viel Wärme über 40 Grad Celsius. Aber warum verhält sich diese Lösung? In heißem Wasser kann mehr Natriumacetat gelöst werden als im kalten. Das heißt, der kleine Natriumacetatkristall sorgte dafür, dass die übersättigte Lösung, die mit ihm in Kontakt kam, kristallisiert. Und da diese Reaktion stark exotherm ist, und es wird viel Wärme entstehen. Diese Kristallisation lässt sich auch durch Energiezufuhr in Form einer Erschütterung ganz setzen. Anwendung der latenten Wärme in der Technik. Dieser Effekt hat auch eine technische Anwendung, die Flüssigkeit, sogenannten latente Wärmespeicher, wie zum Beispiel den Taschenwärmen, befindet sich auch im unterkühlten Zustand in den Ritzen des Knickplätzchen. Es bildet sich kleine Kristalle, die aber erst durch Einknicken freigesetzt werden. Gelangen sie in die Flüssigkeit, erstarrt diese sofort. Auch diese Flüssigkeit lässt sich durch eine Erschütterung zur Kristallisation bringen. Unterschied zwischen latente und sensible Wärme. Latente Wärme, die Wärme, die eine Zustandänderung ermöglicht, ohne die Körpertemperatur zu verändern. Aber sensible Wärme, wenn ein Körper erwärmt oder gekühlt wird, wird das Erhöhung oder Verringerung der Temperatur ohne Zustandänderung als sensible Wärme bezeichnet.